Achtung und Feuer! Herzlich willkommen bei der Redaktion Holtex. Ich bin der Professor. Und ich bin der Kollege und wir freuen uns, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich gerade den Feuerbefehl erteilt habe. Na, ganz einfach, damit wir das Katapult auch mal schießen können, das wir gebaut haben. Man sieht schon im Hintergrund, ich kann ja mal hier schön herumflitzen, einmal im Kreis. Ja, man sieht, das ist so ein Standkatapult, also nicht eins, was man irgendwie auf Rädern bewegen kann, sondern wird fest aufgebaut, jetzt vor Ort, damit kann man auch eine Stadt belagern, oder es kann auch auf einen Turm einer Festung gebaut werden, dann meistens mit einem drehbaren Sockel. Das ist sehr groß, besteht im Prinzip aus einem Gerüst aus verschiedenen Balken, einer Wippe, woran an der einen Seite ein Gewicht ist, an der anderen Seite der Stein, den man schleudern möchte, und ein Spannseil mit einer Spannkurbel, eine Spannvorrichtung, wo maximal zwei Leute, also auf jeder Seite einer, oder man kann sogar vier Leute machen, ne? Also auf jeder Seite zwei jeweils, Hier ein Wort. genau, kurbeln können und das Seil spannen. Ja, manche können dieses Teil auch Tribok nennen. Das ist, glaube ich, Tri wegen dem Dreibein. In der ursprünglichen Version, meine ich. Ja, Keine kann sein, Ahnung. dass das irgendwie so Dreibein-Zeugs ist, aber der hat jetzt ja hier vier Beine, das Ding. Naja, leider kann man damit nicht wirklich feuern. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn das jetzt noch Es alles ist eine nicht nur Physik Minecraft. hätte, dann wären wir froh. Aber gut, ja, vom Prinzip ist das ganz einfach aufgebaut. Halt, habe ich schon gesagt, ein Grundgerüst, hier das Gewicht, Umlenk, Hebel und halt den Stein. Wir haben darauf geachtet, dass man das noch alles gut erkennen kann, dass das nicht zu voll gebaut wird und dass dennoch die Kontraste da sind und man halt noch dieses Aussehen gut rüberbringt. Ja. So viel gibt es ja gar nicht zu zeigen. Also, wir haben hier einmal die Balken, die bestehen aus Fichtenholz und an der Unterseite haben wir dann hier, was ist das eigentlich? Steinziegeltreppe. Das ist eine Steinziegeltreppe. Die soll so ein bisschen Stahlbeschlag oder so Bisschen simulieren. massiv wirken. Genau. Dann haben wir hier noch ein paar Nägel drin. An der Vorderseite zwei Gitter. Da fragt nicht, warum das zwei Gitter sind. Das weiß ich nicht genau. Habe ich einfach gemacht. Weil du Und es kannst. ja, genau. So, dann gucken wir uns mal diese Rolle oder diese Trommel zum Mechanik. Aufrollen des Seils an. Und zwar haben wir an jeder Seite, guckt der Baumstamm raus und da sind Hebel dran. Also solche Pinne, die da rausgucken, womit man das Ganze drehen kann. Die Pinne, die sind bestehen bei uns aus Hebeln, die sind schräg gestellt. Das hat zum einen, also zum Es muss natürlich so sein, Hebel kann man nur in der schrägen Stellung platzieren, aber das sieht auch noch aus, wie als wenn das so eine Mechanik wäre, wo so ein Rückhalter eingerastet werden kann, also so Zahnräder oder keine Ahnung. Deswegen ist das gar nicht mal so schlecht. Dann die Lager bestehen einfach aus Stahlblöcken und in der Mitte haben wir dann noch einen Tropenholzstamm, um dieses aufgewickelte Seil zu simulieren. Das aufgewickelte Seil zieht halt hier diesen großen Balken nach unten und somit das Gewicht in die Höhe, aber ist ja Genau. bekannt. Und dann beim Lösen wird halt der Stein bupp, zu den Gegnern rübergeschleudert über die Mauer. Ja, sonst sieht man hier nicht viel. Wir haben ein bisschen den Schnee angepasst an den Boden. Da liegen noch ein paar Ersatzsteine, die man da dran machen kann. Die musste Jupp da dran hieven. Dann haben wir hier noch eine Kiste, die im Schnee steht. Ja, so wie eine Truhe. Also sonst nichts Besonderes. Gibt's eigentlich nicht so viel zu sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie das ganze Teil gebaut wird, ich werde dazu ein Tutorial hochladen. Dann könnt ihr das nachbauen. Das ist nicht die Welt, also es ist ganz einfach. Und bald kommen die Häuser.
Bald kommen wieder Häuser und wir haben im Moment ein ganz großes Projekt. Soll ich das schon verraten, was das ist? Nein. Okay, ich verrate es nicht. Deswegen, das wird noch richtig viel Videomaterial geben. Ich verabschiede mich dann von meiner Seite. Hast du noch was? Ich auch. Nein, ich sag auch Tschüss Und und bis zum nächsten Mal. Haut rein.